Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute am Sonntag habe ich für euch einen richtig coolen, dicken, großen XXL DM Haul. Ich freue mich gerade riesig, das Video für euch zu drehen, denn ich glaube, es ist nicht nur euer Lieblingsformat, sondern meins auch. Ich weiß nicht. Ja, es sind so coole neue Sachen rausgekommen, die ich euch unbedingt zeigen möchte, wo ich selber verdammt neugierig bin, die auszuprobieren. Und dadurch, dass das viele Sachen sind, die ich eingekauft habe in letzter Zeit, ja, würde ich sagen, starten wir. Das Ganze ist auch ein gesammelter Haul. Also wir waren ja auch in Berlin und es ist auch ein bisschen was von hier. Und ja, das hat sich so geleppert. Und deswegen starten wir direkt mal. Und ich würde sagen, wir fangen mit einer Neuheit an. Denn Wella hat neue Haarprodukte rausgebracht, also Stylingprodukte. Viele Haarsprays und Schaum auch und sowas. Und da habe ich mir ein Haarspray mitgenommen. Ich finde die Verpackung sehr schön. Und was ist mit meinem Licht hier wieder los? Machen wir das so? So. Genau, das ist jetzt Stärke 5, luxuriöser Glanz. Das habe ich mal mitgenommen, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal ausprobiert, finde ich bislang ganz gut. Und irgendwie, so ist es zu hell, wa? Ach, meine Softboxen nerven mich momentan, ich weiß auch nicht so richtig, aber ich glaube, so ist gut. Ja, das durfte einmal mit, ich finde das bislang, wie gesagt, ganz gut. Und ja, dann bleiben wir gleich mal bei Haarprodukten. Ich bin absoluter Fan, benutze ich momentan seit ein, zwei Wochen oder so. Diese Haarpflegeserie hier von Garnier. Wahre Schätze, das ist nämlich mild. Lasst mich lesen. Argan-Mandelcreme, also Arganöl aus Marokko für sehr trockenes und widerspenstiges Haar. Shampoo und Spülung habe ich jeweils schon einmal aufgebraucht und ist jetzt auch das zweite Mal in Verwendung in der Dusche. Und die habe ich mir jetzt noch einmal ergänzend dazu gekauft. Riecht unglaublich toll, macht die Haare super, super schön. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Dann durfte mit von Palmolive. Es sind übrigens, also eine Sache, das ist gerade aus dem Butni, fällt mir gerade auf. Habe ich einfach mal mit da reingetan. Die hatten wir auch bei dem, gibt es aber leider nicht mehr. Aber als Minion-Fan musste ich davon noch eine mitnehmen, also so eine Handseife. Und zwei, drei Sachen noch von, Rossmann? Nee. Butni, lass mich schauen. Nee, alles von Butni. Zwei, drei Sachen, genau. Weil die haben die große Catrice-Theke, dazu kommen wir aber gleich. So, dann durfte mit von Kinder Emoikal nochmal diese Bonbondose, da meine Mama die mir aus dem Auto gemopst hat, deswegen habe ich mir eine neue geholt. Einfach sowas zum Naschen fürs Auto. Meine oder unsere Rasierkling von Wilkinson haben wir jetzt wieder auf Vorrat. Das ist so mein Lieblingsrasierer und den ja, verwenden wir jetzt seit Jahren und die kaufe ich immer wieder nach. Ich finde, das sind meiner Meinung nach die besten, die es gibt. Genau, bei Rossmann gesehen, also ihr seht, das ist so ein bisschen gemischt, weil ich finde, für eine Sache oder zwei Sachen so einen anderen Holz machen ist doof. Aber die hatte ich da entdeckt, nämlich im Doppelpack für 3 Euro, also 50 Cent sozusagen knapp gespart. Ja, dann in Hamburg, ich glaube in der Steinstraße oder so, auf jeden Fall um die Ecke bei der Mönckebergstraße war ich im DM, habe mir den mal angeschaut. Das ist so eine Mitarbeiterkrankheit, glaube ich. Wenn man bei DM arbeitet und woanders ist, muss man sich immer die DM-Filialen angucken, um sich inspirieren zu lassen, was für Aufbauten die haben, wie die so sind. Und ne, das ist jeder, der bei DM arbeitet, weiß jetzt genau, was ich meine. Und den fand ich auch sehr schön. Da gab es Masken, die wir nämlich noch nicht haben. Und zwar einmal, ich glaube, die Marke nennt sich Nisha. Die Verpackungen sind auch hammerschön. Ich glaube, hier unten ist das die Marke, wenn ich richtig liege. Und da habe ich diese beiden mir mitgenommen. Einmal seht ihr ja schon Aloe Vera und einmal Zitrone. Ich finde, die Verpackungen sind richtig schön designt. Ja, und ich als großer Maskenfan, gerade was Tuchmasken angeht, weil ich sie praktisch in der Handhabung finde, musste die natürlich mitnehmen. Und ich glaube, die kommen auch aus Korea oder so. Also auf jeden Fall ist hier hinten das zu erkennen, dass es nicht von hier ist, auch vorne drauf. Ja, genauso dann von Nisha die Real Solution. Und das ist mit Hyaluronsäure. Die schaut so aus. Die waren auch gar nicht günstig, aber ja, ich liebe Masken und das ist voll mein Ding. Da musste ich auf jeden Fall, ja, musste ich zuschlagen. Auch hat mich sehr interessiert, da haben wir nämlich zwei Sorten von Bonds in der Filiale und die habe ich da jetzt neu entdeckt von Salt House. Diese Tuchmaske hier mit, was haben wir hier drin, mit Meeresmineralien Moisture Boost. Achso, und das hat mir auch gestern eine Kundin nämlich im Laden gesagt, sie war auf der Suche nach diesen normalen Zweimal-Anwendungen Salt House Masken
Und sie meinte, die sind aus dem Sortiment gegangen überall. Und dann dachte ich mir so, es kann gar nicht sein. Aber ich habe es auch gesehen. Also wir haben die ja generell nicht. Bei Rossmann sind die aber auch raus. Und vielleicht ist das jetzt sozusagen die Ablöse davon. Ich weiß es nicht. Genau, und dann bleiben wir nochmal bei Masken. Und zwar war ich auf einem Event und dort hat mir Shevins die neue Matcha-Maske vorgestellt und da durfte ich sozusagen auch eine jetzt gleich testen und mitnehmen. Und ihr wisst, ich bin absoluter Shevins-Fan. Ich finde, die sind irgendwie alle durchweg toll. Die machen immer tolle Limited Editions. So jetzt auch diese hier mit viel Feuchtigkeit. Soll sie die Haut versorgen, ist sie vegan für alle, die das interessiert, ist ja auch so ein Thema. Mit Matcha-Pulver, Ingwer-Extrakt, Ginseng und Reiskeimöl und auch ganz gut für alle Hauttypen geeignet. Ich glaube, die werde ich mir jetzt mal Montag direkt morgen an meinem freien Tag gönnen und ausprobieren und euch berichten. Aber ihr wisst ja, wie sehr ich die Masken liebe und ich weiß, dass ihr die auch alle immer gerne ja, kauft. Also, das ist auch bei uns, glaube ich, in der Filiale so Dauerbrenner, ne? Die sind halt einfach. Subi. Genau. Und das letzte bezüglich Masken ist ja auch so ein Trend, nachdem so ein, zwei von den Eigenmarken bei DM eingezogen sind und auch die Nolama Drama LE war ja draußen, gibt es jetzt, tada, nochmal mehr Tiermasken. Auch die durfte ich netterweise auf dem Event jetzt mitnehmen. Lieben Dank auch an dieser Stelle, auch an Shevins nochmal ganz herzlich. Und zwar ist das, wie heißt die Maske? Muss ich auch gerade mal schauen. Bei Mask Bar Pretty Animals. Ja, und da gibt es verschiedene. Ihr seht es ja schon. Wir haben einen Waschbären. Wir haben ein kleines, oh Gott, das ist so süß. Ein Zebra. Was gibt es hier noch? Ein Otter. Ein Kätzchen. Ein Panda. Ein Tiger. Die finde ich auch mega geil. Eine Kuh. Hallo, wie süß ist das denn? Und einen kleinen Drachen. Ja, die haben natürlich alle andere Wirkungsweisen, sage ich mal. Eine beruhigende Maske ist der Panda, Feuchtigkeit spenden der Tiger. Mit Milch nährend ist die Kuh. Okay. Und der Drache ist belebend, die Katze energiespendend und der Otter ist nährend. Also, ne, für jeden ist was dabei. Da bin ich sehr gespannt. Mal ab davon, wie süß die einfach aufgetragen aussehen. Erschreckt sich dann der Postbote wahrscheinlich auch nicht so doll, wie wenn man eine schwarze Sheetmaske drauf hat. Ja, finde ich total niedlich und ich freue mich. Und wenn die Wirkung auch noch toll ist, freue ich mich umso mehr. Ja, das finde ich total aufregend. Und dann sind von die Make-up nochmal Wattepads mit in mein Körbchen gelandet, da ich die sehr gut finde und die gerade bei mir aus waren. Womit machen wir noch weiter mal? Genau, dann musste ich in Berlin, habe ich die gesehen in der Filiale, die auch sehr schön war. Das ist die erste DM-Filiale über zwei Etagen, also war wahnsinnig groß, kannte ich vorher auch nicht, aber natürlich Berlin, ne, Hauptstadt. Und da habe ich diese wunderschönen Aufbewahrungs-Acrylbehältnisse entdeckt. Die haben wir zwar normal, aber die haben so eine schöne Musterung, wie ihr das sehen könnt. Ich finde, die sehen so edel aus. Und da ihr wisst, da ich gerade noch so dabei bin, meine Schminksammlung zu optimieren, damit ich sie euch endlich zeigen kann, habe ich die mitgenommen für knapp 7 €, glaube ich. Und ich hoffe, dass ich es nicht bereue, dass ich nur zwei mitgenommen habe. Ich hoffe, dass die reichen. Weil ich war die ganze Zeit unschlüssig und habe auch zu meinem Freund gesagt, nicht, dass ich dann zu Hause bin und gerne ein drittes davon hätte. Weil bei uns hier gibt es die nirgendwo. Ja, und die sind auch ausgelistet gewesen. Deswegen betet für mich, dass das reicht. Ja, das sind Probleme, die die Welt nicht braucht, ich weiß. So, wir machen weiter. Ich habe mir drei Sachen mitgenommen noch bei Budnikowski, genau, weil die halt die große Catrice-Ticker haben, die wir leider nicht haben. Und zwar einmal so eine Lash-Zange sozusagen zum Amplizieren von Wimpern, was ich heute auch trage. Seht ihr übrigens die Wimpern, die ich heute drauf habe in meinem letzten Sephora-Haul? Könnt ihr mal reinklicken, falls ihr Bock habt. Da seht ihr das und die sind von Huda Beauty nämlich. Und dann habe ich mir noch zwei Neuheiten mitgenommen aus der neuen Frühjahrskollektion sozusagen. Und zwar von Catrice. Ein Prisma Lip Glaze in der Farbe 030 Dazzling Star Boy. Und das sieht so geil aus. Also, ich musste das mitnehmen. Das war, finde ich, von allen Farben, die es da so gab, die schönste. Und man kann das natürlich einzeln nehmen im Sommer oder auch schön als Topcoat. Das ist, oh mein Gott, ist das schön. Das ist so ein
Ja, korallpeachfarbener Gloss mit Goldglitzer macht irgendwie schon total Lust auf den Sommer. Ja, und diese Metallic-Geschichten, sowas ist ja voll in und muss ich sagen, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch den Matte Lover Lipstick Pen von Catrice. Und auch das ist eine Frühlingsfarbe 030. Oh, Marilyn Monroe. Ist ja auch süß. Ja, so sieht das Ganze aus. Und ich habe so Bock auf den Sommer, Leute. Echt, also ich dachte mir, ich hole mir damit schon mal ein bisschen gute Laune ins Haus. Guck mal, wie schön. Ich hoffe nur, die macht keine gelben Zähne. Das muss ich mal ausprobieren. Aber ich finde die Farbe so genial. Sehr, sehr schön. Ja, der durfte mit. Und dann gehen wir weiter über zu NYX Produkten. Da gab es nämlich auch in der Mönckebergstraße da um die Ecke in dem DM. Und da bin ich auch dezent ausgerastet. Und einmal durfte ein Produkt mit, was wirklich ein Nachkaufprodukt ist, weil mein so gut wie leer ist. Und zwar das Butterglas von NYX in der Nummer 07. Tiramisu. Ich liebe das abgedischt. Also das ist so ein Produkt, das habe ich immer in meiner Handtasche. Dementsprechend ist es auch schon fast leer. Und das ist so, so schön. Also es ist der perfekte Nude, finde ich. Und ja, pflegend sind die auch und so hübsch. Ich liebe das. Also es geht immer. Dann neu entdeckt gibt es jetzt die Soft Matte Metallic Lip Cream. Und da habe ich die Farbe 09 Rome. Ja, und das fand ich auch von allen so die schönste. Deswegen habe ich mir diese mitgenommen. Oh mein Gott, ich freue mich schon so, die auszuprobieren. Mal gucken, ich denke morgen. Ich habe momentan so viele schöne neue Produkte, dass ich gar nicht weiß am Tag, wo ich mir was als erstes einschmieren soll. Das ist die. Oh mein Gott. Ist sie schön oder ist sie schön? Total mein Ding. Sorry, dass ich so oft mein Ding sage. Ich weiß auch nicht. Momentan ist das irgendwie drin. Das nervt mich selber. Ja, so. Und dann von NYX ein Cosmic Metal, eine Lip Cream in der Farbe 16. Sommer, Frühling, Sommer, Sommer, sage ich dazu nur. Also, die ist ja mal so geil. Aber lasst es euch gesagt sein, ist ein Glitzer, was ihr nicht mal eben so mit einem trockenen Zebra, Tempo, whatever wegwischen könnt, das bleibt. Also, das ist schon heftig. Sieht man allerdings erst, wenn man es wegwischt. So sieht es so aus. Richtig schön, oder? Ich finde das so schön. Ja, das ist auch total meine Farbe. Das ist einfach Frühling. Ich freue mich darauf, die Sachen auszuprobieren. Und ich finde, bei NYX, auch gerade bei den Lippenpunkten, wie auch eigentlich bei allem, kann man wirklich sagen, darauf ist Verlass. Die Qualität ist eigentlich immer super. Und ich liebe die. Also, ja, schön, schön, schön. Dann habe ich ein Produkt auch in der Theke entdeckt. Das ist neu. Das fand ich richtig interessant. Ein Powder Puff Lippi. Wie süß ist der Name, bitte? Powder Puff Lippi. Wieder was für mich. Und, warum ist hier irgendwas hier? Was habe ich denn so? Ein bisschen verschmiert. Den muss ich gleich mal abwischen. Lasst mich davon nicht stören. Ja, so sieht das Ganze aus. Und es kommt mit so einem Puff oder so. Also mit so einem kleinen Schwämmchen. Und die Farbe ist auch wunderschön. Das ist mein Beuteschema. Lässt sich übrigens super damit auftragen, mit diesem Schwamm. Ist ein bisschen, also man muss schon ein bisschen stärker drücken, dass da was rauskommt. Aber wenn da was rauskommt, oh, geht mein Herz auf. Ach, Mädels, ist da schön oder ist da schön? Das ist auch voll ein schönes, ja, das geht schon ins Braun, ne? Aber ihr seht, das ist voll mein Schab. Schabschema. Oh, was ist los? Ich bin so aufgeregt. Ich habe einfach so Lust, das Video zu drehen und bin ganz voll mein Farbschema, wisst ihr ja. So dunkle Töne, lila, dunkelbraun. Das ist einfach meine Welt. Da freue ich mich sehr drüber. Habe ich auch schon einige Tage getragen. Finde ich sehr, sehr schön. Und ein Lip Liner durfte mit. Der nennt sich NYX Sweet Matte Lip Liner in der Farbnummer. Wo haben wir dich? Jetzt eine gute Frage. 03. Nee, doch. Nee, 30. So. Sieht so aus. Und ist auch richtig schön. Solo getragen, als auch als Unterlage, sozusagen als Base für ein Lippenprodukt, Lippenstift oder so. Richtig schön. Oder? Ja, der durfte auch mit. Und die sind auch sehr preiswert und super. Gut. Dann habe ich mir mitgenommen von Husk
einmal das Arganöl in klein. Da schwärmen so viele Kundinnen bei uns von, dass ich es mir jetzt auch mal mitnehmen musste. Das habe ich mir aber auch in Berlin gekauft, weil ich da irgendwas für meine Haare brauchte. Und dann habe ich gedacht, passt diese kleine Größe ja ganz gut. Und selbst das hält ja ewig, weil ihr wisst, von Öl braucht man nie so viel. Eine neue Wimpernzange von Evelyn habe ich mir mitgenommen, da ich tatsächlich Fan von Wimpernzangen geworden bin. Ich habe den Trick für mich rausgefunden, nachdem ich auch den Tipp von einigen Lieben von euch bekommen habe, dass man nicht nur unten sozusagen am Anfang die Wimpern biegt, sondern komplett durch und dann sieht man auch den Schwung. Total cool, brauche ich jetzt natürlich nicht unbedingt, wenn ich künstliche Lashes trage, wobei auch heute habe ich die natürlichen sozusagen vorher ein bisschen hochgebogen, aber es funktioniert und ich bin Fan davon, denn die Augen sehen wirklich wacher aus, geöffneter aus und die Mascara sieht tausendmal besser aus. Ja, was habe ich noch? Einmal habe ich mir von Duo letztens mitgenommen, diesen durchsichtigen, also transparenten Wimpernkleber, den ich sehr, sehr gut finde. Das ist ja auch mit so der beliebteste. Und dann habe ich auf dem Event, wo ich in meinem Urlaub war, die Variante auch einmal in Schwarz bekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Vielen lieben Dank auch an dieser Stelle. Und den trage ich auch heute, weil ich eben, wie blöd, diesen Transparenten gesucht habe, bis ich dann eben gemerkt habe bei der Vorbereitung, der war in meiner Hauttasche. Aber deswegen habe ich den gleich getestet und ich muss sagen, finde ich auch sehr gut. Gerade auch, wenn man vielleicht noch einen Lidstrich nachziehen will und es ist halt wie das Bündchen dann farblich angepasst. Also auch super und hält auch gut. Also ich habe den Wimpernkleber auf das Bändchen gemacht, 20-30 Sekunden im Schnitt gewartet, einmal aufgesetzt, rangedrückt und es klebt bombenfest. Also ich schwöre auf Duo-Kleber. Seitdem ich den habe ich jetzt schon öfter ausprobiert, den anderen jetzt einmal und seitdem muss ich sagen, auch finde ich den von der Klebewirkung genauso gut, kann ich euch nur sagen. Und das ist dann halt Geschmackssache, ne? Ob man lieber den schwarzen oder den durchsichtigen haben möchte. Ja, und ebenfalls noch mitbekommen habe ich von Ardell hier meine geliebten Wispies und da habt ihr ja auch öfter schon nachgefragt. Und das habe ich euch ja auch schon beantwortet. Das sind so meine Lieblinge aus dem DM. Da habe ich auch hier noch Vorrat. Die hatte ich jetzt halt auf dem Event nochmal bekommen. Dachte mir, ich zeige sie euch nochmal in die Kamera, da so viele immer gefragt hatten, wenn ich Wimpern getragen habe. Weil ich finde, die sind schon kräftiger, aber trotzdem sehr alltagstauglich. Wobei ich auch mit sowas wie jetzt rumlaufen würde. Weil ich finde, man sollte tragen an Make-up, was gefällt. Und wenn andere gucken, weil es auffällig ist, shitty girl, ne? Man lebt nur einmal und warum nicht das machen, was man einfach mag, was einem gefällt. Und mir wurde auch an dem Stand ganz nett gesagt, dass es tatsächlich unterschiedliche Längen noch von den Wispies gibt. Und ich muss mal gerade gucken, das wollte ich euch im Vergleich nämlich zeigen. Diese hier habe ich selber gekauft bei DM und diese habe ich jetzt auf dem Event bekommen und die heißen gleich. Und ich sehe auch ehrlich gesagt auf der Verpackung nicht so den Unterschied, es sei denn, ich bin blind. Aber ihr seht, dass diese hier mir ein Ticken länger scheinen. Und das finde ich noch geiler. Aber vielleicht für die, die es noch alltagstauglicher mögen, sind die dann super. Also die habe ich schon etliche Male gekauft. Ja, ich liebe sie. Genau, und jetzt kommen wir zu den drei letzten Produkten. Da habe ich mich auch mega drüber gefreut. Und den Lippenstift aus dieser Reihe habe ich wirklich überall gesucht. Er war in Berlin ausverkauft, wo ich war im DM und so. Er war in Hamburg ausverkauft, aber natürlich auf dem Dorf, da wo ich arbeite, war der Aufsteller frisch zum Aufbau bereit und ich durfte ihn aufbauen, als ich Schicht hatte. Und zwar von Maybelline, die Gigi Hadid Kollektion. Und da war ich so scharf wegen der Saskia auf Instagram auf den Ehring, auf diesen Lippenstift hier. Super schönes Design, also ist ja auch wieder voll mein Stil hier mit diesem holographischen Schriftzug, das sieht so toll aus. Aber die Farbe, Mädels, ist der absolute Knaller. Auch hier sind wir wieder voll in meinem Farbschema und der ist so butterweich, hammerpigmentiert und sieht auf den Lippen einfach wunderschön aus. Schaut ihn euch an, oh mein Gott, er ist richtig schön, also butterweich, hält aber trotzdem und ja. Ein perfekter Ton, also wirklich, wenn ich Schminke erfinden würde, wäre das so ein Ton, der müsste in mein Sortiment. Also super schön. Und dann habe ich mir, weil ich mich jetzt mal so ein bisschen üben möchte, da ich jetzt auch regelmäßiger Lashes tragen möchte und dann kann ich einen Lidstrich tragen. Wenn ich so einen Lidstrich trage, finde ich immer, sieht es aus bei meinen kleinen Augen, als würden die noch mehr
als wenn, würden die kleiner wirken und noch mehr erdrückt sein davon. Aber jetzt mit Lashes dachte ich mir, nehme ich den mit. Auch aus der Gigi Hadid-Reihe, Kollektion, wie auch immer. Hat eine richtig geile Mine. Also super, super, super fein. Und ich denke, wow. Also der ist mal krass. Der ist mal hammer, hammer krass pigmentiert. Super geil, freue ich mich drauf und sorry für diese Ausdrücke heute, aber ich bin so verliebt in diese Sachen. Ja, und jetzt kommen wir noch zu einem Schätzchen. Und zwar habe ich mir die Eyeshadow-Palette mitgenommen. Auch angefixt, danke liebe Julina. Wegen dir musste ich das kaufen. Ich weiß gar nicht, welche sie davon hatte. Es gibt zwei. Ich habe jetzt die Warm-Variante, die 15. Und es gibt noch eine andere und die und sie meinte halt, dass sie super pigmentiert sind und ich finde die Farben, das ist auch wieder so eine Go-To-Palette. Also da kann man super Sachen mitzaubern für den Alltag. Die Farben, dieses Korall, das ist auch schon wieder so Frühling und mit dem Gold, das ist total schön. Und auch gerade, was ich gut finde, so diese Größe, wenn man irgendwie auf Reisen ist, ja, hat man halt alles dabei. Man hat was Helles zum Highlighten, so ein paar natürliche Töne, aber auch was Dunkles zum Einblenden in den äußeren Augenwinkel. Damit, denke ich, kann man schon schöne Sachen zaubern und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Und auch die, was soll ich dazu sagen, wie hübsch ist das Design bitte von dieser LE? Also Hammer, ich musste das mitnehmen. Und jetzt sind wir aber am Ende. Meine Hand ist auch voll. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig, die Sachen einzusortieren in meine Schminksammlung, die jetzt fleißig jeden Tag auszuprobieren. Denn ja, ich habe ja nur eine Lippe am Morgen. Und ja, das sind ja so ein paar Sachen auch, was ihr jetzt so alles sozusagen noch sehen werdet. Auch in meinem Douglas Haul, der wird am Sonntag online kommen. Und jetzt am Dienstag hoffe ich es zu schaffen, meinen Berlin-Vlog für euch hochzuladen, je nachdem. Aber da könnt ihr euch auch schon drauf freuen, also Vlog und Douglas Haul. Und heute hoffe ich dann, dass euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr angefixt, denn ich weiß, das ist auch schon wieder teuer, so mal hier und da. Aber ihr freut euch ja auch immer über die Tipps und das ist unser Hobby, unsere Leidenschaft, was wir teilen. Das finde ich super. Und ja, dann würde ich sagen, macht es mir gut. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns am Dienstag in meinem neuen Video. Und ja, ich sag einfach mal tschüss.